Ihr heutiges Gesicht erhielt die Roseninsel erst vor etwa 110 Jahren. Die Insel war seit Beginn des 19. Jahrhunderts durch Sand- und Kiesausschwemmungen unterhalb der Salinenbrücke entstanden. Nach 1902 verfüllte man einen Seitenarm und schuf einen neuen Park. Mit dem Frühjahr 1905 kamen Rosenzüchter aus ganz Deutschland an die Nahe und pflanzten üppige Rosengärten mit bis zu 200 Sorten. Die Blumenschau gab nun der Insel ihren Namen. Zwischen der schattigen Priegerpromenade, Rosenbeeten, Sitzbereichen am Ufer, der Brunnenfontäne und dem Laubengang genießt man den Blick auf den Oranienwald auf der anderen Seite der Nahe. Die Skulptur der Durstgruppe, ein kleines Gradierwerk, das sogenannte Milchhäuschen, sind wie Landartobjekte in die Parklandschaft gestreut. Von einer dreieckigen Kanzel blickt der von Hugo Kauer in Bronze als Brunnenfigur geschaffene Reichskanzler Bismarck, der hierher aus der Innenstadt versetzt wurde, eher streng in eine liebliche und im Frühjahr überaus reich blühende Parklandschaft.